So, willkommen bei Braid Part. Nein, Welt 1. Ohne Titel. In einem Café. Auf einem sonnigen Platz lassen sich die meisten Besucher von der Sonne wärmen und genießen ihre kalten Getränke. Nicht jedoch Tim. Er bemerkt die Sonne kaum, schmeckt auch seinen Kaffee nicht. Ihm bietet dieser Ort einen guten Blick auf die Stadt und hofft, im Schlendern der Passanten, in den anmutigen Bewegungen einer Teeverkäuferin, einen Hinweis entdecken zu können. An diesem Abend im Kino stürzen sich Leinwandhelden in fantastische Abenteuer. Das Publikum ist gemischt. Da gibt es die Kaffeebetreiber, die jetzt aufgeregt im Kinositz sitzen und auf neue Eindrücke hoffen. Eine Ablenkung vom Grauen einerlei ihres Alltags. Auf anderen Plätzen finden sie Fischer und Landarbeiter, die ihre Plackerei vergessen und die Hände in den Schoß legen wollen. Auch Tim ist da, aber er achtet auf den Glanz der Lippen der Darsteller, misst den Winkel ab, in dem die Rauchwolken eines entfernten Hubschrauberabsturzes aufsteigen. Er glaubt, eine Botschaft zu erkennen zu können. Während die meisten Zuschauer das Kino gen Süden verlassen, geht Tim in die entgegengesetzte Richtung. Menschen wie Tim scheinen entgegen dem Rhythmus der anderen Stadtbewohner zu leben, wie Strömung und Rückströmung, die gegeneinander fließen. Tim wünscht sich nichts sehnlicher, als die Prinzessin zu finden, sie endlich kennenzulernen. Für Tim wäre das von großer Bedeutung. Es würde ein Licht entzünden, das die ganze Welt erhält. Ein Licht, das uns all die so lange verborgenen Geheimnisse offenbart. Das einen letzten Palast erleuchtet oder gestellt werden lässt, in dem wir in Frieden leben können. Doch wie würde es von den anderen Bewohnern der Stadt aufgenommen? In der Welt, die in andere Richtung fließt. Das Licht wäre zunächst warm und intensiv, würde dann immer schwächer und schließlich mitsamt dem Schloss verschwinden. Es wäre, als würde man den Ort verbrennen, den wir stets unser Zuhause genannt haben, wo wir als Kinder so unschuldig spielten. Damit wäre alle Hoffnung auf Sicherheit auf ewig zerstört. Aber wie man jetzt vielleicht sieht, man fängt mit hinten der Tür an. Warum fängt man hinten an? Nun ja. Und alles läuft rückwärts. Ja. Genau so. Und alles läuft rückwärts. Warum auch immer. So. Damit wollen wir mal hier hoch. Nein. Wir wollen hoch, danke. Nochmal derselbe Raum, diesmal anders. Ohne Leiter. Aber wird genauso gelöst wie der Raum davor. Aua. Nein. Fuck. Nein! Ach du dummer Tim, du. Du bist der dümmste Tim, den ich kenne. Uah. Fuck. Ja, gut. Nein, nein, nein. Tim. Alter. Was du? Ah, geht doch. Wait. Der Zopf. Wir sind dort, wo wir hin wollten. Tür ist zu. Ich hab dich. Da ist die Prinzessin. Uff. Hilfe! Was hat das zu bedeuten? Komm hier runter. Oh oh, eine Feuerwand. Wie er es beschrieben hat. Eine Feuerwand. Hilfe! Gut, wir müssen jetzt flüchten vor der Feuerwand. Ohne dass sie uns grillt. Na komm. Bäh! Heilige Scheiße. Was zum... Prinzessin, zum Teufel. Bewegt euren faulen Prinzessin in den Hintern.
Wow. Okay. Klettern, wie wir noch nie geklettert sind. Ich brauche mein Vieh. Danke. Ja, das kann ich schon vergessen. Ich muss ziemlich schnell sein. Ach, verdammt. Aua. Aua. Nein, das gibt's doch nicht. Aua. Aua. Au. Na, fuck. Auch nicht richtig. Oh, Gott. Schaffe ich das nicht mehr? Doch. Also ebenso durchgeglitscht. Piranhas. Na los, geh weg. Hallo? Geh doch weg. Hä? Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Dieses Teil ist hochgegangen. Hä? Okay, wie man sieht, ist alles weg. Wenn ich nach links drücke, geht er rückwärts. Wenn ich nach rechts drücke. Wenn ich nach links drücke, wieder so. Wenn ich zurückspule. Ich spule mal zurück. Und er läuft zurück. Wieso läuft er zurück? Weil das jetzt alles einen Sinn ergibt. Deswegen. Viel Spaß. Ich sag dazu erstmal nichts. Ja. Wir waren der Bösewicht. Wir sind nicht der Held. Wir sind böse. Wir haben keinen guten Eindruck hinterlassen. Und die grünen Bücher sind nicht mehr von Bedeutung. Nur noch die roten. Der Junge forderte das Mädchen auf, ihm zu folgen, und nahm seine Hand. Er würde sie beschützen, sie würden ihren Weg durch dieses finstere Schloss finden und die Kreaturen aus Rauch und Zweifel bekämpfen, um in ihrem Leben in Freiheit zu entkommen. Der Junge wollte sie beschützen, er hielt ihre Hand oder legte ihr beim Gehen den Arm um die Schultern, damit sie sich in der anonymen Menschenmenge Manhattans behütet und ihm nahe fühlen konnte. Sie kehrten um und gingen zur U-Bahn, Station Canal Street, wobei er ihnen den Weg durch das Gedränge bahnte. Okay. Was hat das zu bedeuten? Nichts.
Er arbeitete mit Lineal und Zirkel. Er zog an seine Folgerungen und Schlüsse. Akribisch untersuchte er den Fall eines Apfels, die Drehung von Metallkugeln an einer Schnur. Er suchte nach der Prinzessin und würde erst aufhören, wenn er sie gefunden hatte, denn er fand keine Ruhe. Er zerlegte Ratten, um ihre Gehirne zu untersuchen, und implantierte Wolframstäbe in den Schädel verdursteter Affen. Tim, du bist krank. Akribisch untersuchte er den Fall eines Apfels, die Drehung von Metallkugeln einer Schnur. Die Hinweise würden ihn zur Prinzessin führen und ihn ihr Gesicht sehen lassen. Nach einer besonderen, exzessiven Nacht des Experimentierens kniete er sich hinter einen Bunker in der Wüste. Er hielt sich ein Stück Schweißglas vor die Augen und wartete. In diesem Augenblick kam der Lauf der Dinge zum Stillstand. Die Zeit blieb stehen, der Raum verdichtete sich auf Stecknadelkopfgröße. Es war, als ob sich die Erde aufgetan und der Himmel geteilt hätte. Ihm war, als hätte er der Geburt der Welt beiwohnen dürfen. Dollarzeichen, normal, Dollarzeichen hoch 1. In seiner Nähe sagte jemand, es hat funktioniert. Ein anderer sagte, jetzt gehen wir alle als Dreckschweine in die Geschichte ein. Der Süßwarenladen, alles was er sich wünschte, befand sich auf der anderen Seite des Fensters. Der Laden war in leuchtenden Farben dekoriert und die Düfte, die ihm entströmten, machten ihn wahnsinnig. Er versuchte zur Tür oder auch nur näher an das Fenster zu gelangen, doch vergeblich. Sie hielt ihn mit großer Kraft zurück. Warum? Wie konnte er ihrem Griff entkommen? Er überlegte, ob er sich mit Gewalt losreißen sollte. Er kann nicht behaupten, das alles verstanden zu haben. Vielleicht ist er verwirrter als je zuvor, aber in all diesen Augenblicken, in denen er nachgedacht hat, ist etwas geschehen. Diese Momente nehmen wir in seinen Gedanken Gestalt an, wie Steine. Als er niederkniet und den nächstgelegenen mit der Hand berührt, fühlt sich dieser glatt und etwas kalt an. Er prüft das Gewicht des Steins, stellt fest, dass er ihn und auch die anderen heben kann. Er kann sich zusammenlegen und ein Fundament zu schaffen, einen Damm. Ein Schloss, um ein Schloss in angemessener Größe zu bauen, wird er eine Menge Steine brauchen. Doch was er bisher hat, scheint ein guter Anfang zu sein. Wait. Und es fängt an. Edwelt 2. Das war Braid, meine Freunde. Let's play Braid. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Ach, fürs Abonnieren sage ich schon. Das auch. Natürlich. Alle, die das zugekommen sind, natürlich vielen Dank an euch. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, vielen Dank fürs Bewerten. Fürs Bewerten, Kommentieren und für die ganzen Kommentare und so weiter. Wisst ihr ja, was ich meine? Und ja, wie seht ihr das Spiel? Findet ihr das Spiel gut? Hätte es euch gefallen? Wie fandet ihr das Ende? Ist es verwirrend? Wer ist Tim? Was hat das depressive Leben mit ihm gemeinsam? Sind es etwa Abschnitte eines Lebens, diese Bilder? Oder, ich weiß nicht, es hat was Philosophisches. Irgendwas hat es, aber ich weiß nicht was. Nun ja, ihr dürft philosophieren, sag ich mal. Und nun ja, wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder, meine Freunde. Nicht mehr sowas in der Art. Ich hab sowas nicht mehr. Ich wüsste nicht was. Von daher, tschüss und auf bald, meine Freunde.